Was soll das sein? Also, das ist der Schullaptop, beziehungsweise das war der Schullaptop. Freund, es tut mir mega leid, aber ich habe ein Virus per E-Mail erhalten, dann habe ich draufgeklickt, auf einmal hat der Laptop geraucht, dann ist auch noch irgendwie Kaffee drüber gekippt und es tut mir wirklich leid, ich wollte das nicht, aber da war der Lehrplan drauf. Der Lehrplan war komplett fertig, also ich habe es super gemacht, aber der ist natürlich jetzt weg. Das heißt, Sie haben also Schuleigentum geschrottet. Man muss sich das der Versicherung melden und ich sollte Sie eigentlich dafür tadeln. Holmes, es tut mir wirklich leid. Wirklich. Also okay, für den Virus können Sie nichts. Für den Kaffee allerdings schon. Entnehme ich jetzt also dieser Ansage, Sie brauchen einen Aufschub? Das wäre natürlich sehr lieb. Okay. Dann erledigen Sie Ihre Aufgabe bitte heute nach Schulschluss und dann bekomme ich das Ganze per Mail. Also, naja, dann eher nicht. Dann das Ganze so. Ja. Morgen früh. Lassen Sie ihn hier für die Versicherung. Okay, super. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Das ist echt sehr, sehr lieb. Machen Sie die Tür zu? Ja, klar. Ach Mensch, Jessie, hi. Siehst aber gar nicht gut aus. Hast den Virus eingefangen. Was hast du gerade gesagt? Ja, ich meine, da leidet doch die Arbeit drunter. Kurier dich mal aus. Du warst das mit dem Virus? Willst du mich gerade verarschen oder was? Wir gehen jetzt sofort zu Holmes und du erklärst, was Sache ist. Ist das klar? Wie willst du das beweisen, Jessie? Mach dich doch nicht noch lächerlicher, als du eh schon bist. Hä? Oh, musst du jetzt weinen? Ach, ein Taschentuch. Das kannst du dir sonst wo stecken. Arme Jessie. Ich meine, so ein Virus ist echt was Fieses und die sah echt fertig aus. Zum Glück bin ich verschont geblieben. Ich habe jetzt nämlich meinen Lehrplan fertig und werde ihn der Holmes präsentieren. Wow, das sieht toll aus. Also das Kleid und deine Haare. Danke. Deine Haare sehen speziell aus. Ansonsten siehst du auch echt gut aus. Und euer Haus ist auch mega schön. Ja, finde ich auch. Komm doch einfach rein. Danke. Willst du dich vielleicht ausziehen? Die Jacke ausziehen. Also willst du mir vielleicht die Jacke geben? Ja, gerne. Danke. Ja, klar, sorry, komm rein. Danke. Da. Boah, ist das eine verkrampfte Nummer, ey. Dabei will ich doch eigentlich souverän und selbstbewusst wirken. Bella soll gar nicht mitbekommen, dass ich gar keine Ahnung von dem ganzen Thema habe. Ey, wie soll es erst werden, wenn wir dann richtig zur Sache kommen? Mann, sie erwartet doch bestimmt von mir, dass ich alles weiß. Ja, dann mach ich mach mich doch zum Vollaffen vor ihr. Was ist das denn? Eine Überraschung? Ja, ich habe versucht, dein Lieblingsessen zu kochen. Nudeln und Gemüse? Richtig. Mann, mega süß. Du hast dir echt Mühe gegeben. Ja, hier, setz dich. Dankeschön. Ja, dann, guten Appetit. Danke. Ja, willst du gleich was trinken? Gerne. Oh, Scheiße. Ups. Alles gut. Sicher? Ja, alles super. Ich muss doch einmal auf Toilette. Ja, klar. Einfach da und dann links. Den Flur runter. Ja, Vince? Linus, ey, ich brauche unbedingt deine Hilfe, Mann. Ich komme gerade gar nicht klar. Ja gut, ich schaue jetzt im Internet mal nach, ja? Ich schreibe dir dann oder ruf dich dann einfach an, wenn ich was hab, ja? Gut. Ja, viel Spaß. Ciao. Dating-Tipps und Fragen, ey.
Willst du vielleicht noch einen Nachtisch? Gerne. Dann setz dich schon mal, ich will kurz. Hier. Nimm dir. Danke. Was, schaust du alles so für Filme? Filme? Ich schaue eigentlich ganz gerne Komödien, Liebesfilme, aber auch Horror. Aber nur, wenn es nicht zu gruselig ist. du? Eine Sekunde. Ah, Entschuldigung. Ja, eigentlich ich auch. Hä? Was hörst du so für Musik? Keine Ahnung, eigentlich alles, was im Radio läuft. Sorry, was hast du gesagt? Nichts, alles gut. Hey, wie wär's, wenn wir nach oben gehen? Ein bisschen Musik hören oder so? Hört sich gut an. Ja? Dann, ich muss doch schon Mann, mit wem schreibt Vincent da die ganze Zeit? Er kann ja nicht einmal sein Handy weglegen. Bin ich so langweilig oder was? Dann kann ich auch direkt gehen. So, ihr zwei. Ihr wart so fleißig, ihr habt euch jetzt wirklich mal eine Pause verdient. Das ist aber lieb, danke. Ja, wir sind auch schon gleich durch und ich muss sagen, es hat heute wirklich richtig gut geklappt. Ja, mega. Wirklich, ich verstehe es jetzt endlich. Und der Herr Bauer, der kann auch richtig gut erklären. Mega schön. Freut mich total zu hören. Es ist total schön, Emily so glücklich zu sehen. Und ich muss sagen, es fühlt sich auch richtig gut an, Zeit mit Max und Emily zu verbringen. Also daran könnte ich mich wirklich gewöhnen. Herr Bauer, ich muss Ihnen wirklich nochmal vielen, vielen Dank sagen. Es hat wirklich was gebracht. Gerne. Und du hast es wirklich super gemacht. Ich denke, für heute war es gut. Habe ich doch gerne gemacht. Oh, ups. Willst du jetzt Papa rufen, dass er dich beschützt? Boah, ganz ehrlich, Kim, was willst du? Ich meine, es ist schon vorteilhaft, einen Lehrer als Papa zu haben für Dümmerschen. Einmal läuft in der Schule wieder ganz gut, ne? Mann, ich hab einen Vater und es ist nicht der Bauer. Das ist nicht der Bauer? Nee, da haben wir was anderes gehört. Alles okay bei dir, Emily? Ja. Komm noch, Mama. Oh, alles Beste. Gemüse. Was geht denn hier ab? Bekommt jetzt Emily wirklich Nachhilfestunde vom Bauer? Also der Bauer muss echt ein Riesenherz für Versager haben. Die Mami bekommt hier einen Job und Emily Nachhilfe. Wie süß. Und? Sie? Was? Was hat sie gesagt? War sie sehr sauer? Also war das jetzt wirklich sehr schlimm, dass ich da diesen blöden Kaffee über den Laptop geschüttet habe? Ich meine, ich kann auch mit der Holmes reden. Scheiß doch einfach mal auf den Laptop, es ist eh alles vorbei, okay? Was soll das heißen, ist vorbei? Hat sich die Frau Holmes jetzt schon für die Katja entschieden? Nein, das nicht, aber Mann, Katja ist mir doch eh total überlegen. Jetzt mal ernsthaft, dieses Biest, die kämpft mega unfair. Ich habe einfach keine Chance und unabhängig davon, man kann ja nicht vertrauen, dass mit dem Computervirus, das war sie bestimmt auch. Sie hat vorhin so eine Anspielung gemacht. Von daher ist es ist eher alles sinnlos. Jesse, ich will sowas nicht hören, dass du aufgibst. Du kannst jetzt nicht aufgeben. Du musst dranbleiben, Du musst dich zusammenreißen. Zusammenreißen? Zusammenreißen? Ist das gerade dein Ernst oder was? Ich reiß mich doch die ganze scheiß Zeit zusammen. Und hat er mich davon. Du hast doch einen sicheren Job, ich aber nicht. Ich hab meinen Bald verloren. Jesse, warte. Was? Ich verspreche dir, ich gebe dir mein Wort, dass wir das zusammen schaffen. Ich werde dir helfen. Nein, ich hab die Schnauze einfach voll, okay? Ich kündige, ich pack diesen Terror mit Katja einfach nicht mehr. Ganz im Ernst, ich kann mir auch wirklich sehr gut vorstellen, dass Katja das mit diesem Virus gewesen ist. Aber Jessie kann jetzt nicht einfach so aufgeben. Und das will ich auch nicht zulassen, dass sie einfach so aufgibt. Obwohl ich verstehen kann, dass sie jetzt natürlich sehr enttäuscht und sauer ist. Mann, Frau Köhler darf nicht gehen. Genau, die gehört hier auf unsere Schule. Ja, das wäre sonst echt krasser Scheiß. Oh, warte, Entschuldigung. Nee, alles gut. Okay. Es kann warten. Sorry. Mann, wenn soll ich direkt gehen, oder? Hey, nein, ich tue es jetzt weg. Ich gehe nicht mehr ran, okay? Sorry. Okay.
Wenn es ganz echt langweilig ist oder ist sonst irgendwas, warum du nur am Handy bist? Mein Vater. Er schreibt mir die ganze Zeit, mega der Kontrollfreak. Er will die ganze Zeit wissen, ob alles okay ist zu Hause. Es ist. Sicher? Ja, pass auf. Ich mach's jetzt aus und dann stört das nicht, okay? Gut, dann haben wir Zeit für uns, oder? Ja. Fuck, war das die Wohnungstür?